Hallo zusammen, willkommen zurück zu unseren Hacking Challenges und zur Auflösung der 10. Hacking Challenge. Wie ihr gemerkt habt, hat die ein bisschen länger gebraucht, beziehungsweise die Auflösung hat ein bisschen länger gebraucht. Das lag vor allem daran, dass ich nach 2-3 Wochen der Challenge immer noch deutlich viele Anfragen bekommen habe und daraus schließen konnte, dass die Challenge nicht ganz so einfach war und euch noch ein bisschen länger dran tüfteln lassen wollte. Denn viele haben auch erst relativ spät angefangen und ich will natürlich hier nicht alles irgendwie spoilern, vor allem bei solchen doch schon fordernden Challenges. Aber ich glaube, die war ganz cool. Ein paar haben es, glaube ich, auch auf jeden Fall geschafft. Und ja, macht aber definitiv nichts, wenn ihr es nicht geschafft habt. Das ist wirklich nicht das Einfachste. So, ich habe hier das Ganze schon mal aufgemacht. Und zwar, ihr geht einfach unter HC, also für hackingchallenge.de-morpheus.de. Dann könnt ihr hier die 10. auswählen. Und dann geht es hier zur Challenge. Das findet ihr dann hier. So, und hier haben wir jetzt, naja, nicht wirklich irgendwas. Wir gucken uns mal kurz den Quelltext von der Seite an. Merkt hier oben übrigens schon mal kurz den Port vor. 20.003, zumindest gerade aktuell, kann sich ändern oder sowas. Aber das sollte dann, also darauf wird man ja direkt weitergeleitet, wenn man zur Challenge klickt. Und ja, ihr seht hier, dass diese Video-Announcements dynamisch generiert werden sollen. Und da liegt das große Ding. Das heißt, man muss irgendwas hier dynamisch, wird sich hier irgendwas verändern. Und da kann man vielleicht was machen. So, wir sehen hier, dass hier offensichtlich ein Link drin ist. Den können wir zwar nicht richtig anklicken, aber das macht nichts. Wir können auch gerne auf das Video draufklicken. Das leitet tatsächlich einfach auf das Programmiervideo zu XML und JSON in meiner Programmieren-Lernen-Playlist hin. Das konntet ihr euch so oft angucken, wie ihr wollt. Da war kein Hinweis oder also dieses Video und kein anderes eingebunden war, war schon der erste kleine Hinweis. Es ging nämlich dieses Mal um eine XML-Injection sozusagen, auch XXE genannt. Also XML External Entity. Das ist ein ganz spezieller Angriff, der vielleicht nicht jedem ein Begriff ist und es wird relativ bald eine Tutorial-Reihe von mir dazu rauskommen, die dann natürlich hier auch die Details hinten dran beleuchten soll. Für die Leute, die es ganz eilig haben, auf Patreon ist sie schon draußen. So, jetzt konnte man hier allerdings nicht irgendwas Besonderes dran anfangen. Das war ein bisschen doof, klar. Aber was macht man, wenn man nichts machen kann? Gut, man kann einen Portscan machen. Da wir aber hier schon auf einem exotischen Port sind, werden wir wahrscheinlich nichts anderes finden. Ihr könnt natürlich gerne hier dran einen Portscan durchführen. Bringt euch allerdings in dem Fall nicht besonders viel. Was man jetzt hier also machen kann, es gibt einen Portscan und was kann man noch machen, um irgendwelche Sachen zu finden, die vielleicht ein bisschen versteckt sind? Naja, ganz einfach, man führt ein Directory Enumeration Algorithmus drauf los und der findet sozusagen anhand von irgendeiner Wortliste häufig genutzte, also an einer Wortliste könnt ihr einfach mal irgendwelche URLs ausprobieren, sprich ihr probiert hier irgendwelche Sachen dran aus, wie zum Beispiel admin slash und so weiter und so fort. Solche Sachen werden dann eben drauf ausprobiert und in dem Fall das machen wir jetzt einfach mal direkt durch. So, wir benutzen in dem Fall jetzt einfach mal DIRP oder DERP oder wie man es auch immer aussprechen möchte. Ist ein DIRBuster sozusagen. Ihr könnt auch GoBuster oder DIRBuster oder ZAttackProxy oder BurpSuite oder... Habe ich irgendwas vergessen? Ich habe 100 Pro irgendwas vergessen. Es gibt eine Milliarde von diesen Tools. Könnt ihr benutzen. Ihr könnt hier wirklich benutzen, was ihr wollt. Wir benutzen jetzt, glaube ich, zumindest erstmal DIRP, weil ich das euch noch nicht gezeigt habe. Und ich will euch ja auch immer wieder mal was Neues zeigen. So, wunderbar. Ich habe hier einfach mal nur DIRP eingegeben, damit wir hier direkt eine kleine Zusammenfassung von allem bekommen, was man hier irgendwie machen kann. Und hier unten sind ein paar Beispiele, das ist ziemlich aussagekräftig. Das heißt, man kann hier einfach sagen, welche URL man angreifen möchte, sprich die da. Kopieren wir einfach mal, sagen wir hier DIRP, dann kopieren wir das. Und das Ganze ist übrigens zum Beispiel in den Arch User Repositories ist es schon drin, ansonsten könnt ihr das einfach mal ergoogeln und dann direkt bei euch installieren. Das ist jetzt kein Install-Tutorial oder sowas, da möchte ich es einfach nur benutzen. Und ja, dann könnt ihr hinten dran noch eine Wortliste verwenden, die lassen wir jetzt aber einfach mal raus und wir starten das ganze Ding mal. So, und ihr seht, was jetzt hierbei passiert ist. Wir wurden gebannt nach 990 Versuchen. Wahrscheinlich lag es daran, dass wir schon 10 davor irgendwie auf diese Webseite drauf zugegriffen haben. Sprich, wenn ich jetzt hier auch nur aktualisiere, okay, jetzt geht's schon wieder. Ich habe euch währenddessen übrigens auch mal pausiert, weil es geht eine ganze Weile. Aber ja, wir haben hier jetzt natürlich das Problem, wir werden gebannt. Das ist eine Sicherheitsvorkehrung, die der Server völlig automatisch trifft. Die haben wir nicht mal in der Hacking Challenge oder sowas bedacht. Aber ist natürlich ganz gut, weil da wird man dann direkt auch schon mal ein bisschen vorher, man muss ein bisschen denken.
Und deswegen, wir haben hier jetzt 990 Versuche durchgeführt. Was machen wir also jetzt? Wir warten ein bisschen, bis wir wieder Versuche durchführen können. Nehmen uns diese Wordlist hier, die hier übrigens angegeben ist, welche wir benutzen. Führen das Ganze nochmal durch und so weiter und so fort. Es sind insgesamt 4612 Versuche. Das heißt, oder 4612 Wörter, die man durchprobieren muss. Das heißt, das Längste, was ihr braucht, sind 5 Durchläufe. Das ist absolut machbar. Man muss halt eine Weile zwischendrin warten, damit man wieder entbannt wird. Und das war so die erste Schwelle. Ich glaube, die haben schon viele nicht gefunden. Das heißt, wenn ihr jetzt also quasi einfach wirklich eine eigene Wordlist hier benutzen, das heißt, benutzt hier von mir aus die Wordlist, da steht es auf jeden Fall drin, und probiert dann halt einfach dieses Ding in 5 Listen aufzuteilen und die dann halt nacheinander zu verwenden. Und am Ende werdet ihr hier eine /upload-URL finden. Und dieses /upload-URL, also das möchte ich jetzt nicht die ganze Zeit durchführen, weil sonst werde ich hier auch gebannt und kann das Video ewig nicht weiter aufnehmen. Außerdem dauert das Tool wirklich eine ganze Weile. Und auf dieser /upload-URL, da habt ihr jetzt die Möglichkeit, etwas zu machen. So, was macht man als erstes, wenn man eine Website findet? Das ist so ziemlich die einzige Website, die ihr hier finden solltet. Naja, wir gucken uns den Quelltext an. Was steht hier drin? Okay, wir haben hier ein New Announcement. Wir können ein New Announcement generieren. Wir können ein neues Video announcen. Das steht hier in der Überschrift drin. Das ist jetzt nichts wirklich irgendwie besonders. Wir können hier Attribute für Titel, URL und Beschreibung angeben. Und jetzt hier steht To do make XML-Schema to verify the uploaded data. Das ist hier der größte Tipp, den man euch nur geben kann. Hier steht quasi drin, dass man XML hochladen muss. Und es steht drin, dass man dass keine Verifikation stattfindet. Das ist nämlich hier ein To-Do, das heißt, es ist noch nicht getan. Und ja, ansonsten müsst ihr jetzt hier irgendwie nichts beachten. Was wir jetzt machen ist, wir wissen, es handelt sich um eine Schwachstelle im XML-Parser. Das kann man sich ja googeln, ich meine, Hinweise waren genug da. Was wir jetzt also machen ist, wir erstellen uns eine neue Datei. Das heißt, was wir hier als erstes machen ist, wir gehen mal nach den Richtlinien von XML oder XXE einfach vor. Und die findet ihr auf relativ vielen Seiten. Wie gesagt, Tutorials dazu kommen bald. Unter anderem findet ihr aber, wenn ihr googelt, hier wunderbare Beschreibungen zu XXE, also zum Beispiel hier auf OWASP. OWASP sollte jedem von euch ein Begriff sein. Und hier sehen wir, wie genau das funktioniert. Das interessiert uns gerade eigentlich herzlich wenig, weil ich dazu, wie gesagt, noch sehr ausführliche Videos machen werde, beziehungsweise schon gemacht habe und euch bald zur Verfügung stellen werde. Was wir jetzt allerdings machen wollen, ist, wir wollen uns hier gerade mal einen Payload schreiben, der dann irgendwas tut. Und das machen wir jetzt hier. Wir probieren jetzt einfach mal den obersten Payload aus hier. Das ist quasi eine XML-Datei, die man hier hochladen kann, die dann vom Server interpretiert wird und hoffentlich über diese XXE-Schwachstelle hier, also wie die Dinger heißen, muss hier jeweils konsistent sein und das und das und das hier und das hier muss auch konsistent sein. Wir definieren uns quasi unseren eigenen XML-Tag sozusagen. Und das ist der ganze Trick dabei. Und wir versuchen hier diese Datei an Password auszulesen. Einfach dieses Ding kopieren und dann in eine Textdatei einfügen. Und dann speichern wir das Ganze. So, und gehen wieder auf diese Webseite, wo man was hochladen kann. Und wählen dann hier unten, ich habe es unter xxe.xml gespeichert, wählen das hier aus und klicken hier auf Upload. Und wir bekommen einen Fehler. Das ist schon mal eine gute, also zumindest ein gutes Hinweis oder ein gutes Zeichen für uns. Allerdings hier steht Key Error Title. Naja gut, Key Error Title, was bedeutet das jetzt? Naja, wir suchen offensichtlich nach einem Titel, der hier angegeben werden muss. Wir gucken uns nochmal hier ganz kurz an, was alles, wobei eigentlich steht es auf der Seite auch, was wir hier haben. Wir haben hier Attribute sind Titel, URL und Beschreibung. Titel, URL und Beschreibung. Okay, was machen wir jetzt? Wir produzieren einfach eine andere Datei. Das heißt, wir liefern, also offensichtlich sind ja die Tags, nach denen gesucht wird. Und das heißt, wir benutzen jetzt hier einfach nicht diesen Foo-Tag, den wir hier haben, sondern wir benutzen innen drin noch was anderes. Wir sagen ihm sozusagen, hey, hier, bitteschön, Title. Und das steht da drin. Dieses und XXE Semikolon wird hier auf dieses XXE, auf diese Entity hier vorne, deswegen XML External Entity, wird hier drauf referenzieren und sagt dann System File bla bla bla.
Wir müssen nur irgendwie dafür sorgen, dass es auch ausgeführt wird. Das heißt, wir müssen hier irgendwie diesen Titel reinbringen und dann sagen wir hier auch noch irgendwie, wir bauen eine URL ein, beenden die aber direkt schon wieder, machen sozusagen das Ganze ein bisschen kaputt. Wir schreiben auch eine Description rein und beenden sie direkt wieder. Okay, so. Okay, probieren wir das Ganze nochmal. Wir speichern, gehen hier zurück und laden diese Datei einfach direkt nochmal hoch. Und wir sehen, boah, okay, hat funktioniert. Wir sehen hier offensichtlich, Upload was successful. Und dann den Titel, der wird ausgegeben. Wir könnten natürlich auch direkt erstmal normale XML hochladen, die einfach nur den Titel enthält. Das wäre wahrscheinlich dann die einfachere Variante. Erstmal auch zu überprüfen, was hier so gemacht wird. Denn der Titel wird uns hier ja direkt ausgegeben. Also wenn ich jetzt hier, ich mache mal kurz noch ein Beispiel, ohne jetzt irgendwelche XML, External Entity, bla bla bla. Wir machen hier diesen Foo-Tag auch mal raus. Und wir aktualisieren das Ganze mit denselben Postdaten. Dann sehen wir, okay. Dann sehen wir hier übrigens auch, dass die Entity nicht definiert ist. Da sehen wir schon, dass hier offensichtlich gerade was fehlt. Wir können aber hier einfach mal Hallo IBIMS 1 Test Payload eingeben. Und schicken den an die Seite. Und jetzt sehen wir immer noch einen Fehler. Nämlich, weil wir das Ganze nicht korrekt beendet haben. Gut, was wir jetzt also hingekriegt haben mit diesem Ding hier, haben wir offensichtlich die Password-Datei, also wirklich eine Systemdatei auslesen können, die hier einiges wirklich für uns preisgibt. Also wir konnten quasi alles sehen in diesem System. Was wir allerdings jetzt noch nicht haben, ist, wir wollen ausgeben lassen, welche interne IP-Adresse verwendet wird. Hier steht die interne IP-Adresse, hier oben steht es, die interne IP-Adresse des Systems sollen wir rausfinden. Die externe ist ein bisschen langweilig, die steht schon da. Also sollen wir die interne IP-Adresse auslesen. So, jetzt, wie können wir das machen? Das ist gar nicht so einfach, also da muss man nochmal ein bisschen mehr überlegen. Und im Endeffekt ist das Vorgehen hier ziemlich genau dasselbe. Wir wollen eine Datei auslesen, allerdings wollen wir nicht die etc-password-Datei auslesen, sondern wir wollen jetzt unter proc/net/fib-try auslesen. Und dort drin steht im Normalfall die IP-Adresse bzw. die komplette Systemkonfiguration. Und jetzt laden wir das Ganze einfach nochmal hoch. Und wir bekommen raus, was wir hier drin haben. Und bam, da haben wir eigentlich alle Informationen, die wir brauchen. Okay, wir fangen einfach mal direkt oben an. 0000, naja, das ist keine direkte IP-Adresse, das ist einfach nur die Broadcast-Adresse. Dann haben wir 127.000, das ist auch keine Adresse, die für internes Netzwerk verwendet werden kann. Genauso wie das hier alles, das ist Localhost und das genauso. Also das sind alles Adressen, die uns irgendwie nicht interessieren. Interessant wird es dann hier, 172.19.00 und dann ein Subnetz 16. Okay, das haben wir hier nochmal, ein Subnetz 29, Subnetz 32 und so weiter und so fort. Und jetzt könnte ich hier tatsächlich einfach mal durchprobieren sozusagen. Man kann ein paar ausschließen, denn die kleinste Adresse muss schon mal, die größte Adresse ist die Broadcast-Adresse. Wir können hier aber auch einfach durchgehen, Sekunde, manchmal stehen nämlich auch Beschreibungen hinten dran, sowas wie hier, Link Broadcast URL, das ist schon mal auch nichts für uns. Und wir sehen hier jetzt auf jeden Fall erstmal eine Host-Local-Adresse. Das ist schon mal ziemlich vielversprechend. Und dann würde ich euch einfach mal empfehlen, die auszuprobieren, die 17.19.06, die kopieren wir uns, fügen die hier ein und geben das Ganze mit Senden rein und wir bekommen eine Nachricht zurück, dass wir das Ganze erfolgreich gelöst haben. Ja, das war mal eine Hacking-Challenge, die hat es ganz schön in sich gehabt. Ihr musstet einiges mitbringen, ihr musstet wissen, was XXE ist oder ihr konntet mir schreiben, ich habe euch versucht, in die richtige Richtung zu leiten. Einige haben es tatsächlich rausgefunden. Ihr musstet dann aber auch noch rausfinden, wie man diese Schwachstelle hier überlistet, weil sie einfach hier auch einen Titel erwartet und darin könnt ihr das Ganze dann referenzieren. Dadurch ist natürlich jetzt hier wirklich einiges möglich gewesen. Man konnte alles auslesen, also zum Beispiel auch Password und so weiter und so fort. Für die Leute, die sich jetzt um die Sicherheit von unserem Server sorgen, machen keine Sorge. Das Ganze läuft autark in einem Container und das musste, also das konnte nicht irgendwie, man konnte nicht den kompletten Server oder sowas übernehmen.
Und ja, das war dann natürlich auch nicht so einfach, weil ihr hier Netzwerkwissen haben musstet. Ihr musstet wissen, welche Datei, also die hier procnet fibtry, musstet ihr auslesen, konnte man auch ergoogeln, klar. Aber ja, da kam schon einiges zusammen und ich hoffe, ihr konntet mal endlich so eure Fähigkeiten ausreizen und wirklich einiges damit anstellen. Und ja, ich hoffe natürlich, euch hat es mal wieder gefallen. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal wahrscheinlich dann. Hoffentlich zumindest. Bis dann. Ciao.